Zweitens in den Blick nehmen, was sich seither daraus entwickelt hat. Und drittens zu fragen, welche Bedeutung das damalige Ereignis für heute hat. Also für die Welt, in der wir heute leben und die so völlig anders ist, als wir es damals gelesen haben. Und in diesem Sinn wünsche ich uns allen, uns Kirchen, Niederlande, unsere Gesellschaft, unserem Land Steiermark, unserer Stadt Graz, ein wirklich spannendes Jahr 2017. Nutzen wir es gemeinsam als Chance. Christliche Kirchengemeinde, gegeneinander, nebeneinander, miteinander. Von der Ausgrenzung über die Toleranz zur Ökumene. Ich danke heute dem Vorsitzenden des Ökumenischen Forums, unserem Superintendenten Hermann Mithias und allen Vertretern der kirchlichen Glaubensgemeinschaften für ihre unermüdliche Arbeit. Ich sehe nicht nur in der heutigen Auftaktveranstaltung zum Reformationsjubiläum diese Martin-Luther-Jubiläen aus, besonders als Werkstätte für die Ökumene, sondern alle Veranstaltungen, die in diesem Jubiläumsjahr noch folgen mögen. Immer wieder kommen junge und auch weniger junge Christen von hier uns im Bund besuchen. Und ich freue mich, in diesen Tagen diese Besuche erwidern zu können. In TC sind wir besonders froh und dankbar dafür, dass das nun begonnene Reformationsjubiläum an so vielen Orten in Europa Anlass bietet, Schritte aufeinander zu tun. Das Jahr 2017 bietet uns eine Gelegenheit voranzugehen auf dem Weg einer Gemeinschaft aller Christen. Viele Impulse der Reformation sind heute auch für uns katholische Christinnen und Christen von großer Bedeutung. Luther, so sagte kürzlich Papst Franziskus, hat einen großen Schritt getan, als er das Wort Gottes in die Hände des Volkes gelegt hat. Dieser Wirkung kann ich mich mit großer Überzeugung anschließen. Die Nähe tut uns allen gut. Ja, werte Gäste. Der Titel unseres Beitrags lautet: Aus der Giftküche des Gegeneinander. Und Hermann Mithias hat uns erfreulicherweise Material zur Verfügung gestellt. Ein Streitgespräch, wie ursprünglich gedacht, ist daraus nicht geworden. Wie auch die Zitate stammen aus unterschiedlichen Zeiten, aus unterschiedlichen Regionen, aus unterschiedlichen Anlässen und ein paar biografische Notizen sind auch dabei. Ich bin in einem Pfarrhaus mit 5 Geschwistern aufgewachsen, in einem kleinen Dorf in Deutschland, umgeben von katholischen Dörfern. Unser Dorf rein evangelisch, Augsburger Religionsfehler. Und wir Kinder waren natürlich dementsprechend überzeugt, wir sind die Richtigen, wir sind die Guten. Und Katholische waren einfach, das war Pfui, das war Pfui. Und die haben das natürlich auch lautstark artikuliert, so wie Sturm BRK oder da geht aus der Hand. Evangelische Religionslehrerin und Lebens- und Sozialpädagogin. Kennengelernt haben wir uns bei einem gemeinsamen christlichen Erfahrungsweg der ökumenischen Exerzitien. Dein Suchen und dein Finden und deine Fragen haben mich sehr bewegt. Dein persönlicher Zugang zur Heiligen Schrift, das war für mich in diesem Blog sehr faszinierend. Privat bin ich auch sehr froh, dich zu kennen. Der Name Schönleiter heißt schon Sonnenschein. Heiter ist es an mir.
eine Frau, mit der man wirklich gute Gespräche führen kann und der das Gemeinsame und Verbindende viel wichtiger als alles andere ist. Und die Begegnungen, die wir zeigen, es stimmt tatsächlich. Ich bin durch dich so ich. Was ich mir aufgeschrieben habe und möchte
allen Mitwirkenden noch einmal einen sehr, sehr großen Dank, auch natürlich im Namen des Superintendentialausschusses, der heute hier zu dieser Veranstaltung eingeladen hat, sagen. Und Michael Axmann und Hermann Miklas haben noch eine kleine Überraschung, ist es jetzt nicht nur, nachdem es da schon steht, aber das ist es nicht, aber noch einen besonderen Dank an die Mitwirkenden. Ich darf Sie bitten, auch zu mir herauszukommen. Ich darf Ihnen sagen, wenn Sie das nicht von alleine tun, wer das ist. Ich darf zu uns oder zu mir nach vorne bitten, zu Herrn Axmann und zu Michael Finger. Kommt schon mal auf, dass ihr schon mal die Bibeln im Ansatz habt. Ich darf zu uns nach vorne bitten, die Landtagspräsidentin Bettina Vollert, den Bischof Krautwaschel, der Bürgermeister Nagel, Sie kennen den Weg bereits, Frère Bernard, Bischof Richard Schnudel, den Klubobmann Herrn Karl Lackner, Jörg Martin Wienauer, Dr. Peter Rudloff, wir wünschen ja Istramus, Sabine Petritsch, Sabine Schönwetter, Zebra, Michaela Legenstein, Hubert Lindner, die Familie Bernhard und die Melanie Gröbel. Bitte machen Sie sich auf den Weg zu uns nach vorne. Mache ich ganz kurz das Mikro. Bitte. Also ich überreiche auch wirklich sehr gerne allen von Ihnen eine Lutherbibel. Nur dass der Herr Bischof Krautwaschel die bereits auf dem Handy hat, habe ich nicht gewusst. Darf ich Ihnen vielleicht noch ganz kurz sagen, wir haben derzeit etwa 120 Veranstaltungen, diözesane Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum geplant. Also die evangelische Kirche, die regionalen und die lokalen sind da noch gar nicht mitgerechnet. Wir können Sie natürlich heute nicht alle erklären und erzählen, und aber Ihnen ans Herz legen, die aktuelle Homepage anzuschauen, www.evangelischsein.at. Demnächst gibt es das auch in Buchform, aber im Moment noch auf der Homepage zu sehen, www.evangelischsein.at. Wir hören jetzt noch ein paar Takte Musik und dann darf ich Sie im Namen des Evangelischen Superintendentialausschusses jetzt schon herzlich in den Festsaal einladen, zum Miteinander, zum Buffet, zum Miteinander plaudern, und Ihnen noch einmal vielen herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei sind. Vielen Dank.